Hey meine Vogelfamilie, ich bin's Vanni und heute gibt es mal wieder ein neues Video von uns. Heute werde ich für euch ein Video drehen, was etwas mehr angefragt war als andere. Und zwar habe ich ja des Öfteren Livestreams auf Instagram gemacht und ich wurde immer wieder gefragt, ob ich nicht nochmal so ein Video dazu drehen kann, wie man Wellenstiche zähmen kann. Deswegen nicht wundern, ich habe hier auf meinem Handy ein paar Notizen gemacht und ich würde einfach mit dem Video anfangen. Ich weiß, dass ich so ein ähnliches Video schon mal gemacht habe, da bin ich direkt auf meine einzelnen Wellensittiche eingegangen. Das werde ich euch auch nochmal hier oben verlinken. In diesem Video werde ich euch einfach verschiedene Arten mitteilen, wie man Wellensittiche zähmen kann. Falls ich irgendwelche Sachen vergesse oder Arten vergesse, wie man das Ganze sonst noch machen kann, dann schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Habt ihr schon Federn verloren? Sogar zwei Stück. Drei. Was machst du hier, Stu? Bei dem Zähmen von Wellensittichen geht es darum, Bindung und Vertrauen zum Vogel aufzubauen. Und ich werde euch jetzt einfach so ein paar Dinge vorab erstmal erzählen, die mir wichtig sind. Und dann kommen wir zu den verschiedenen Arten. Ich muss auch sagen, dass ich viel im Internet nachgelesen habe, ob es irgendwie noch andere Arten gibt zum Zähmen der Wellensittiche. Aber da muss ich leider sagen, dass ich da kaum was gefunden habe, außer diese Standard-Zähmungsarten. Deswegen alles, was ich euch so erzähle, sind jetzt Sachen von mir, die ich gemacht habe, die für mich funktionieren. Am Anfang kann man auf jeden Fall sagen, je jünger der Wellensittich ist oder die Wellensittiche, desto einfacher ist es, die Wellensittiche zahm zu bekommen. Das liegt einfach daran, dass die Wellensittiche in dem jungen Alter noch keine anderen Erfahrungen gemacht haben. Das heißt, Wellensittiche, die ihr vielleicht mit 8 oder 9 Jahren aufnehmt oder vielleicht noch später, die haben schon gewisse Erfahrungen gemacht, gute oder eventuell schon schlechte. Und deswegen lassen die sich weniger gut zahm bekommen. Das heißt aber nicht, dass man sie überhaupt nicht zahm bekommt. Also ich habe auch einen Wellensittich bei mir, den ich von einer Freundin aufgenommen habe. Der ist jetzt schon 10 oder 11 Jahre alt und er wird auch immer zahmer. Also es heißt nicht, wenn ihr irgendwie einen älteren Wellensittich habt, dass man den nicht mehr zahm bekommt oder so. Was auch relativ wichtig ist, direkt am Anfang zu sagen, es kann unterschiedlich lange dauern, die Wellensittiche zahm zu bekommen. Bei einigen Wellensittichen dauert das vielleicht 3 Monate, bei anderen dauert das ein halbes Jahr. Es gibt aber auch Wellensittiche, die brauchen 3, 4 Jahre, bis sie wirklich zahm sind. Also das ist komplett unterschiedlich. Ich denke, die meisten wissen, was ich jetzt auch demnächst sagen werde, aber es ist definitiv so, dass nicht alle Wellensittiche zahm werden. Es gibt immer Wellensittiche, die könnt ihr jahrelang versuchen zu zähmen, die werden nicht zahm. Das ist einfach so, das kann man auch nicht ändern und ich denke, das sollte man auch respektieren. Bei all den verschiedenen Arten könnt ihr immer mit eurer Stimme nebenbei arbeiten. Das bedeutet, egal was ich euch gleich erzähle, ihr könnt immer nebenbei ganz ruhig und normal mit den Wellensittichen sprechen, denn es ist immer einfacher, wenn sie Vertrauen zu einem aufbauen, dass sie auch direkt Vertrauen zu eurer Stimme aufbauen. Sowas mache ich ja zum Beispiel auch gerade. Ich zähme sie jetzt gerade nicht aktiv, aber ich stehe jetzt hier seit Stunden, drehe Videos und rede die ganze Zeit. Das heißt, die Wellensittiche gewöhnen sich definitiv an meine Stimme. Was machst du da? Hoch, runter, wohin? Da? Geh mal zu Stewie, such mal Stewie. Wir fangen einfach mal mit der wohl bekanntesten Methode an. Ich denke, dass die meisten diese kennen werden. Und zwar zähmen mit Leckerlis oder dem Futter. Das bedeutet einfach, ihr nehmt das, was eure Wellensittiche so am meisten mögen. Bei uns ist das momentan Knauelgras oder die ganz normale Kolbenhirse. Da auf jeden Fall die rote Kolbenhirse, die mögen sie irgendwie lieber als die gelbe. Bei dieser Methode kann man einfach das Futter, was ihr euch aussucht, auf die Hand streuen, die Hand hinhalten und mit etwas Glück kommen sie dann zu einem. Man muss einfach ein bisschen länger durchhalten, Geduld haben und ich denke, dass das die Methode ist, die am meisten funktioniert für alle. Die nächste Methode, die bei mir am meisten tatsächlich funktioniert, ich habe sie jetzt einfach mal zähmen mit dem Körper genannt. Ich weiß, das klingt ein bisschen komisch, aber ich habe dazu, wie gesagt, gar nichts im Internet gefunden. Ich habe im Internet nur gefunden, dieses Zähmen mit der Stimme oder dem Vertrauen aufbauen oder mit den Leckerlis. Deswegen kommen jetzt die Sachen, wie ich das so gemacht habe. Und zwar, meine Wellensittiche finden alles, was an mir irgendwie ist, sei es die Kette, meine Haare, meine Brille oder das T-Shirt, Klamotten, alles, was sich irgendwie an mir befindet, finden sie sehr, sehr interessant. Also Wellensittiche sind ja allgemein unglaublich neugierig. Deswegen bin ich der Meinung, dass sehr, sehr viele Wellensittiche eben durch diese Neugier an einfach neuen und interessanten Dingen, man hat ja auch jeden Tag mal was anderes an,
dass man dadurch auch schon sehr, sehr viel erreichen kann. Zum Beispiel Peaches, die mit dem gelben Kopf hier vorne, sie kommt jedes Mal zu mir, wenn ich irgendetwas an mir dran habe. Und auch Stewie kommt zu mir, der nicht wirklich so zahm ist. Sie knabbern an meinem T-Shirt, sie gehen an meine Kette, sie klettern auf den Kopf. Also ich glaube, ganz, ganz viel kann man einfach schon mit den Sachen machen, die man so am Körper trägt. Ich weiß, das klingt wirklich ein bisschen komisch, aber das hat bei mir schon sehr, sehr viel bewirkt. Weil so, wenn ich hier zum Beispiel stehe, dann mit dem T-Shirt, da gehen sie ab und zu auch ran und da muss ich gar nicht viel machen. Ich stehe einfach hier, rede so gesehen und sie interessieren sich für alles andere alleine. Ich muss nichts weiter tun, als hier zu stehen. Sie gehen an die Haare und ja, so funktioniert das dann. Sie kommen auf jeden Fall irgendwann näher und versuchen das zu erkunden und wenn dann nichts Böses passiert, dass du irgendwie gegen den Käfig kommst oder lauter wirst oder keine Ahnung was machst, dann gehen sie auch irgendwann auf deine Schulter, um einfach weiter zu gucken, was es noch so bei dir zu erkunden gibt. Das ist so das Zweite, was bei mir funktioniert, wo man gar nicht viel machen muss. Dann kommen wir mal zur dritten Methode und das Ganze habe ich einfach Zähmen beim Baden genannt. Bei mir ist es so, dass meine Wellensittiche sehr, sehr gerne baden, ob das in einer Badeschale mit Salat ist oder in diesem Springbrunnen, wo eigentlich Katzen draus trinken. Vielleicht habt ihr das schon mal bei mir irgendwo gesehen. Da baden sie auf jeden Fall auch sehr, sehr gerne drin. Und das Ganze kann man verbinden, dass man sich einfach ein bisschen mit einbezieht. Wenn eure Wellensittiche zum Beispiel in einer Schale baden, könnt ihr einfach mit eurem Finger in die Badeschale gehen und damit so gesehen ein bisschen Wasser aufwirbeln oder planschen. Das hat zum Beispiel mein damaliger Wellensittich Peanut gemacht. Falls ich ein Video finde von ihr, werde ich euch das hier nochmal einblenden. Sie ist komplett durchgedreht. Einfach nur mit den Finger ins Wasser, ein bisschen planschen, Geräusche machen, dass es ein bisschen plätschert. Sie fand das mega interessant und es ist da richtig aufgeblüht. Also es gibt wirklich verschiedene Arten, auch mit dem Wasser zum Beispiel irgendwie zu agieren. Anders zum Beispiel, meine Wellensittiche baden auch gerne eben mit Salat und Wasser. Statt den Salat in die Badeschale zu tun, könnt ihr den Salat auch einfach auf eure Handfläche machen oder auf beide Handflächen. Einfach ein bisschen den Salat anfeuchten und hinlegen und teilweise kommen die Wellensittiche dann zu euch. Das macht Rachel zum Beispiel, die ist überhaupt nicht zahm. Sie kommt aber zu mir, wenn ich den Salat da habe, legt sich auf meine Hände und badet auf meinen Händen. Also ihr müsst das wirklich mal ausprobieren, einfach euch ein bisschen damit einzubeziehen, was sie sonst so machen. Das hat auf jeden Fall bei mir sonst auch funktioniert. Dann, was ich am Anfang ja schon so ein bisschen erzählt habe, Zähmen mit der Stimme. Also wenn die Wellensittiche an eure Stimme gewöhnt sind, ist es einfacher, sie allgemein so ein bisschen an euch zu gewöhnen. Und da könnt ihr einfach anfangen, wie gesagt, euch hinstellen, einfach zu erzählen, lest euren Wellensittichen irgendwas vor, telefoniert in der Nähe von euren Wellensittichen oder sprecht einfach mit ihnen. Sobald sie sich an eure Stimme gewöhnen, funktioniert das alles viel, viel besser und es ist viel leichter, weil sie dann einfach keine Angst mehr vor euch haben. Und ihr könnt immer mit denen sprechen, egal ob die am Baden sind, ob die am Spielen sind, ob die am Fressen sind, einfach immer eure Stimme da irgendwie mit einbauen. Bei mir ist das zum Beispiel momentan auch so, ich habe ja zwei Wellensittiche, die nicht fliegen können. Unter anderem kann Peaches hier ja nicht fliegen. Wenn sie auf den Boden zum Beispiel fällt, habe ich eine Leiter am Käfig angebracht, dass sie davon alleine wieder hoch kann. Bei ihr ist es aber mittlerweile so, dass sie sich an meine Stimme gewöhnt hat, dass wenn ich im Bett zum Beispiel liege und sie auf den Boden fällt und ich einfach ihren Namen rufe oder irgendetwas anderes rufe, sie kommt, egal was ich rufe, dann rennt sie statt zu der Leiter zu mir und kommt dann zu mir auf die Hand, während ich noch im Bett liege. Dann stehe ich mit ihr zusammen auf und bringe sie zum Käfig selber hin. Also ohne, dass sie die Leiter jetzt irgendwie benutzt. Und das finde ich zum Beispiel auch immer sehr schön. Also wenn sie sich an eure Stimme gewöhnen, dann ist das echt ein tolles Gefühl und sie vertrauen euch allgemein ein bisschen besser. Ist wieder sehr interessant, ne? T-Shirts, Ketten, es ist alles super interessant. Ihr müsst einfach mal gucken, was eure Wellensittiche euch so für Zeichen geben, für was sie sich interessieren und dann klappt das schon. Wir kommen zur letzten Sache und zwar ist das die Art Zähmen beim Spielen. Also wenn eure Wellensittiche wirklich aktiv sind und am Spielen sind, da gibt es natürlich ganz, ganz viele verschiedene Arten. Ich habe zum Beispiel Weidenbälle, die oben auch auf dem Käfig liegen. Die nehme ich in die Hand und behalte es einfach in der Hand. Also sie können es nicht wegnehmen. Ich halte das fest, sie kommen dahin, versuchen das wegzureißen, versuchen da reinzuklettern, versuchen das kaputt zu machen und jedes Mal ist meine Hand halt in der Nähe. Irgendwann haben sie damit gar kein Problem. Anders könnt ihr es zum Beispiel auch machen, wenn ihr irgendetwas habt, was Geräusche macht. Zum Beispiel, wenn ein Glöckchen irgendwie im Ball ist oder sowas und eure Wellensittiche das runterschmeißen. Sie lieben ja Krach allgemein. Also alle meine Wellensittiche lieben auf jeden Fall Krach. Wenn sie die Sachen runterschmeißen, nehmt die Sachen, packt sie wieder auf den Käfig. Der Wellensittich schmeißt sie wieder runter, du packst sie wieder auf den Käfig. Und das macht ihr die ganze Zeit so gesehen. Also meine sind da drauf voll abgegangen, als ich das gemacht habe. Also immer wieder dieses neue Hochlegen. Sie können es runterschmeißen und die haben halt mega Spaß daran. Ihr müsst einfach versuchen, euch so ein bisschen da
ja, mit einzubeziehen. Schaut mit, was sie spielen, ob sie schreddern. Vielleicht könnt ihr da auch was in die Richtung machen, wenn eure Wellensittiche jetzt zum Beispiel sehr viel schreddern, dass ihr da einfach irgendetwas, was sie schreddern, in die Hand nehmt und auch in der Hand behaltet und dass sie dann halt dahin gehen und das an eure Hand oder auf eure Hand schreddern. Oder das könnt ihr zum Beispiel auch wieder mit Leckerlis verbinden, wenn sie sich nicht ganz so sehr trauen. Macht ein bisschen Knaulgras an der Seite rauf, nimmt dann das Spielzeug in die Hand oder macht Knaulgras in den Weidenball, in den Ball, was auch immer sie benutzen. Und dann kommen sie höchstwahrscheinlich auch zu euch. Also ihr müsst einfach nur gucken, dass ihr Geduld habt, dass ihr Zeit habt und am besten auch regelmäßig machen. Wichtig ist beim Zähmen auch, dass ihr das Ganze regelmäßig macht und einfach viel Geduld und viel Zeit habt. Ihr müsst nicht versuchen, jetzt 7-8 Stunden am Tag eure Wellensittiche zu zähmen. Das wird nicht funktionieren, weil Wellensittiche haben auch ihre Schlafphasen, wo sie nicht so aktiv sind. Versucht einfach, das mindestens 1-2 Stunden vielleicht zu machen, vielleicht auch sogar noch weniger und dann einfach aber jeden Tag oder jeden zweiten Tag, dass sie so ein bisschen diese Regelmäßigkeit drin haben, dass man das nicht jetzt den ganzen Tag durchzieht, weil dann haben die irgendwann auch keine Lust mehr. Aber versucht herauszufinden, wann eure Wellensittiche aktiv sind, wann sie Lust haben, irgendetwas zu machen und dann müsste das klappen. Das waren so gesehen meine Tipps, die bei mir funktioniert haben. Wie gesagt, falls ich irgendwas vergessen habe oder falls ihr andere Tipps habt, wenn ihr zahme Vögel habt und sagt, hier, das und das habe ich gemacht, das hat funktioniert, schreibt das unbedingt in die Kommentare, dann sehen auch meine anderen Zuschauer das. Wenn ich sehe, dass sehr, sehr viele Tipps unten in den Kommentaren drin sind, werde ich dazu ein zweites Video drehen. Wenn sich das, wie gesagt, vom Aufwand lohnt, sage ich mal, wenn es genügend sind, dann werde ich dazu noch ein nächstes Video drehen, aber das sind definitiv meine Tipps, was ich so im Internet gefunden habe. Wie gesagt, echt nicht viel, aber das hat bei mir und bei uns so gesehen funktioniert. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss!